Pyros. Season of Ice. Hey Leute, ich bin's wieder, Drachentau mit LP dran und ja, das hier ist ein ganz, ganz neues Projekt und ich bin gerade so excited, dass mein ganzes Konzept aus dem Konzept geraten ist. Hey. Ja, egal, also. Boah, ich würde mal sagen, wir pressen zuerst mal Start. Und Options, Music on. So. Oh Mann, 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 ja. Erinnert ihr euch, als ich gesagt habe, das Projekt wird die meisten von euch freuen. Ihr werdet euch wundern, wieso das jetzt halb blind sein wird. Ja, Spyro spiele ich. Ich fange jetzt gerade sowas und komisch an. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich bin immer noch krank. Man hört es wahrscheinlich. Falls ich husten sollte, tut's mir leid. Falls ich mich räuspern sollte, tut's mir auch leid. Schön, Fraps sind schön auf. Joa, also zuerst mal wundert euch nicht, dass das Spiel wieder auf Englisch ist. Ich habe deutsche ISO nicht gefunden, dann spiele ich halt natürlich via Emulator, ist klar. Aber ich habe das Spiel zu Hause irgendwo, bei meiner Oma. Habe ich aber noch nie zu Ende gespielt. Also, ich mal sagen, fangen wir einfach New Game an. Hey, Spyro, I think I see a flying sheep saucer heading straight for us. Hey, Spyro, ich glaube, ich sehe ein Schaf-UFO auf uns zufliegen. Oh mein Gott. Let's get out of here before it abducts us. Verschwinden wir von hier, bevor es uns entführt. That's not a flying sheep saucer, Hunter. It's just a balloon. Das ist kein Schaf-UFO-Jäger, das ist nur ein Ballon. Look, there is a note here from Zoe. It says, Dear Spyro, I'm using every... Guckt, hier ist eine Notiz von Zoe. Sie sagt, Lieber Spyro, ich benutze jeden letzten Tropfen meiner Magie, um dir diese Nachricht zu senden. Using every last drop of my magic to send you this message. Someone has cast a powerful spell over the fairy world, freezing fairies in ice. Jemand hat einen magischen Zauber über die Feenwelt gewirkt, welcher die Feen in Eis einfriert. In Eiskristalle einfriert. Und wir können nicht raus, and we can't get out. Now the Rhinox are back and collecting fairies one by one. Nun sind die Rhinoxe zurück und sie sammeln die Feen eine nach der anderen ein. I wish I knew what they were up to. Please come back before it's too late. Ich wüsste, was sie vorhaben. Bitte komm zurück, bevor es zu spät ist. This is terrible. We have to go help Zoe. Das ist schrecklich. Wir müssen Zoe helfen. And all the fairies und all den Feen. While you go see what's happening in the fairy world, während ihr beiden sehen geht, was in der Feenwelt passiert, I'll check the Sorcerer's Spellbook for something we can use to find out who's behind all of this. Werde ich das Zauberbuch der Zauberin benutzen, um etwas zu finden, womit wir herausfinden können, wer hinter all dem steckt. Gott. You know, Bianca, I haven't seen you carrying the Spellbook in a few... Weißt du was, Bianca? Ich hab dich ohne Buch gesehen. In den letzten paar Tagen in der Fiedwies. What do you mean? I never let it out of my sight. Was meinst du? Ich hasse es nie aus meinem Blick. It's right in my back. Es ist in meinem Sack drin. Oh no! My spellbook! Where is it? I must have left it at the library. Ich habe meinen Timer nicht gesetzt. Ich trottel. Oh nein! Mein Zauberbuch! Wo ist es? Ich muss es in der Bibliothek gelassen haben. Einen Moment bitte, Leute. Ich bin so doof. So. Ja, ich weiß nicht, wie lange wir aufnehmen, aber gut. So. When I was picking up that travel book for our Dragon Shores vacation. Ich muss es in der Bibliothek liegen lassen haben, als ich das Reisebuch für unsere Ferien am Drachenufer mitgenommen habe. Gut. Ich muss es finden. I gotta go find it. Bianca, while you find your spellbook, Hunter, Sparks and I will go. Bianca, während du dein Zauberbuch findest, werden ich,
Jäger Sparks, wenn ich, Jäger und Sparks, diese Feen suchen gehen. Go find those fairies. Okay, see you soon. Okay, man sieht sich. So, jetzt nach viel Rumgetrappel. Nach einem vergessenen Timer. Können wir endlich die ein weiteres Spyro-Spiel spielen. Ja. Also jetzt fragt ihr wahrscheinlich, es gibt doch noch die PlayStation 2 Games für Spyro. Wieso zockst du die nicht? Alles mit seiner Zeit. Ich wollte eigentlich zuerst Enter the Dragonfly zocken, aber das ist Emulator unkompatibel. Und da ich kein Grabber habe und meine PlayStation 2 bei meiner Oma ist, kommt das sowas von nicht in Frage. Natürlich habe ich noch A Hero's Tale, das ist jetzt eigentlich gleich neben mir. Yay, ein Leben! Aber ich dachte mir, wieso nicht ein etwas kürzeres Spiel zuerst machen, das hoffentlich weniger frustrierend ist als A Hero's Tale. Also, ja. Und ich habe mich entschieden, ja, das habe ich noch nie zu Ende gespielt, machen wir das. Und es wird natürlich ein 100% Let's Play, ist klar. Spyro kann man nicht anders spielen und da ist unsere erste Fee, Gabrielle. Hey there Spyro, you'll never guess what I heard just before I got frozen in crystal. Hallo Spyro, du wirst nie erraten, was ich gehört habe, bevor ich eingefroren wurde. The Rhinox are back, die Rhinoxe sind zurück. Those smelly Rhinox seem to be all over the fairy world. Diese stinkigen Rhinoxe scheinen in der ganzen Feenwelt zu sein. Und ja, ich weiß auch nicht, wieso ich wieder ein Spiel auf Englisch spiele. Ich habe irgendwie keine Ahnung. Ich hatte Bock auf das Projekt. Ich müsste jetzt eigentlich theoretisch meine Stimme ausruhen. Ich konnte... Ja, ich wurde krank, als ich aus Milano zurückgekommen bin. Also am Donnerstag. Am Abend konnte ich nicht mehr reden. Und daraufhin jeden Morgen konnte ich auch nicht wirklich reden. Auch heute Morgen hatte ich noch Probleme. Und Hustenanfälle wegen der zu trockenen Luft, aber ich habe Eistee. Ich habe, das ist ja das mit dem Könnerpunkt oder so, die Kürbisse. Ja, das Lustige ist, wenn man hier so, rennen. Man hier so, das macht in den Heimwelten, kann man nicht runterfallen. Also, nicht so wie im Mitternachtsgebirge, wo man da sterben kann. Hier kann man nicht sterben. So. Was ist das? Atlas. Total Items. Sie haben 1,5% erreicht, Leute. Autumn Fairy Home. Ah, so. Ja, wir sind jetzt hier im Herbstland. Herbstland für die Feen. Oh Mann, Mann. Es macht gerade so viel Spaß. Echt. So, wir wollen zuerst mal alles in der Heimwelt finden, so wie es sich für ein Spyro-Spiel gehört. Ja, ja, das hat was mit meinem OCD zu tun, aber egal. Jo, und damit ihr wisst, heute ist der 6.6.2013. 6. Juni. Ich habe heute ein bisschen was für Chemie gelernt, wird aber eh nichts bringen. Redox-Reaktion. Ich bin eigentlich gut in Chemie, aber wir haben so einen bescheuerten Aushilfslehrer, der nichts erklären kann. Oder sagt, ja, das könnt ihr eh, das müssen wir jetzt nicht repetieren. Ja, die Lösung braucht ihr sowieso nicht, bla bla bla. Gott. Naja, also jetzt nehme ich 2 Folgen auf und dann mache ich noch ein bisschen Chemie. Ja, vielleicht nur eine Folge. Ich muss noch sehen wegen meiner Stimme. Es war so doof, ich konnte einfach nicht aufnehmen. Das ist einfach so nervig. Oh, ein Herzchen, süß. Tori. Thank you, Spyro. Danke, Spyro. I'm not sure what happened, but I was flying over to meet Gabrielle and suddenly I was frozen in chili crystal. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich war auf dem Weg zu Gabrielle und auf einmal wurde ich in diesen Kristall eingefroren, diesen kalten Kristall. Tja, tut mir leid, Tori. Aber gut, das wird meine Englischkenntnisse verbessern. Ist natürlich auch super. Oh, ich weiß, das Spiel habe ich immer gespielt, als ich... in der Ambulanz war ich so im Krankenhaus, so von wegen Kontrolle und so. Ich hasse Krankenhäuser. 80 Edelsteinchen. Und ich muss sagen, die pixelige Grafik, die gefällt mir momentan noch sehr. Mal gucken, wie lange das noch geht, bevor ich mich über das Spiel aufrege. Aber
Ich weiß, ich habe es damals bis zu den Pandas geschafft und da konnte ich nie mehr weiter. Und bis dorthin ist das Spiel noch so halb blind, ab dort wird es dann richtig blind sein. Ich erinnere mich an das meiste nämlich nicht mehr. So. Oh ja, wieso sind sie eigentlich so pink? Die sollten eigentlich dunkel lila sein, die Fünfer. So. Also, an was ich mich noch erinnere, es gibt Sparks Level, Stone Age Speedways, es gibt noch Speedways. Das interessiert mich, an die erinnere ich mich überhaupt nicht mehr, wie die zusammengesetzt sind und so. Aber ich weiß, man muss die Feen befreien, um die Levels freizuschalten. Das Geldsack, hallo! Moneybags, Spyro, my funny seeing you again. Spyro, es ist erstaunlich, dich wiedersehen. It must be fate, es muss Schicksal sein. Well, it seems haiku poets aren't as prof... Oh mein Gott, ehrlich? Nun, es scheint, als ob Haiku-Poeten nicht so viel Geld verdienen, wie ich gedacht habe, wie ich gehört habe. So I came here and struck up a deal with Rhinox. Also kam ich her und habe ein Geschäft mit den Rhinoxen gemacht. I'm getting paid a fortune by a very large Rhinox to keep this insect-infected level restricted from dragons. Mir wird ein Vermögen bezahlt, um Drachen aus diesen insekteninfizierten Level zu halten. Come to think of it, he never did mention anything about dragonflies. Aber jetzt, wo du das so erwähnst, hat ja nie was über Libellen gesagt. I suppose letting a dragonfly free wouldn't cause any harm now, would it? Also ich glaube, eine Libelle durchlassen würde jetzt nicht so schlimm sein. Especially if you were to pay me, say, a small fee. Vor allem, wenn du mir eine kleine Gebühr zahlen würdest. Wir haben noch nicht so viel. No thanks. Well, don't worry, Sparrow. I'm sure the screams of tiny fairies shall stop soon enough. Mach dir keine Sorgen, Sparrow. Wetten, die Schreie der süßen Feen, der kleinen Feen, werden schon schnell genug aufhören. Oh Gott, meine Bags. Achso, Leute, aber ich muss jetzt viel trinken. Damit mein Rachen schön, feucht bleibt, damit er nicht austrocknet. Sonst kriege ich einen Hustenanfall und dann haben wir den Salat. Jetzt sind wir so bei 10 Minuten, nehme ich an. Keine Ahnung, ich habe den Timer nicht eingeschaltet am Anfang. Lava Prairie. Ja, da gehen wir noch nicht rein. An das Level erinnere ich mich noch so halbwegs. Aha, da sind wir hergekommen. Rennen! Oh Gott, das Rennen in dem Spiel ist sowas und komisch. Aber egal. Yay, da ist noch ein Zweier. Wow! Da waren wir schon, da waren wir auch schon. Ah, da waren wir noch nicht. So, holen wir uns mal die Edelsteinchen. Sehr schön. Und ich muss sagen, ich habe mich eigentlich schon auf das Projekt gefreut. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, vielleicht kommt ein Point-and-Click-Adventure, aber nachdem ich es angespielt habe, habe ich es mir alles überlegt. Mit angespielt meine ich 5 Stunden ohne Pause gezockt, was bedeutet, hoppla. welches Spiel? The Night of the Rabbit. Oh yeah. Nein, ich vernachlässige Dragon Age und so nicht, ist klar. Oh, hey Jäger, kann ich mit dir reden? Hallo. Spyro, I think I see something sparkling over on that far hill. Spyro, ich glaube, ich sehe etwas Glänziges. Du musst drüber gleiten. Ja, ich weiß, wie man gleitet. Was hältst du mich, Jäger? Ich bin ein Drache. Ich weiß sowieso, wie sowas geht. Mein Gott. Danke, Spiel. Oh, yay, da ist eine Fee. Hallo, Fee. Steinchen. Summer. Spyro, if you need to look far into the distance, hold down the L button and move the control pad in the direction you want to see. Also, wenn wir irgendwo hingucken wollen, müssen wir das hier machen. Und dann können wir den Screen bewegen. Oh yeah. Das ist natürlich schön. So, das sind noch mehr Edelsteinchen. Das ist wunderbar. Wahrscheinlich wird das Zeit voll. Ich darf wahrscheinlich nur eine Folge aufnehmen, bis meine Stimme stimmt, wenn wir all diese Gegenstände finden, kriegen wir eine Fee. So war das. Oh, die ist goldig. Grace. It was getting awfully frosty in the crystal. Oh, es wurde richtig kalt, frostig da drin in diesem Kristall. Thanks for saving me. Danke, dass du mich gerettet hast. So, wenn ich mich nicht
täusche, sollten wir mit Select eigentlich... Genau, ja, so. Uns fehlt noch eine Fee und... Ja, 77 Edelsteine. Das kriegen wir noch hin in dieser Folge. Dann können wir in die Lava-Prärie. Oh, das waren 10. Sehr schön, sehr schön. Ja, in das erste Level. Ah, es macht Spaß, wieder so ein Oldschool. Ja, danke. Brauche ich nicht. Ja, das ist das Einzige, was nervt. Daran erinnere ich mich noch gut. Okay, Spyro, now you're ready for this. Ah, Hovering. Ich weiß, wie das geht. Ach, der hält mich für doof. So, noch die Edelsteinchen einsammeln. Oh yeah. Ich wundere mich, ob euch dieses Projekt genauso... Oh, nein! So viel zu, ich weiß, wie das geht. Genauso gut gefällt wie mir momentan. Also hoffentlich ist es A, eine Überraschung. Und B, hoffentlich findet ihr es cool. Oh, sorry. Ich hab gehustet. Nein. Boah, ich hatte heute den übelsten Hustenanfall in Physik. Okay, wieso bin ich auf einmal so schlecht? Nein. Market Mesa, da gibt es, glaube ich, Lamas. Lamas! Yay! Here's a llama, there's a llama, 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 duck. Okay. Und jetzt... Nein! Nein, Kick! Gib mir aus... Ah! Ich reg mich jetzt schon auf. Oh, oh. Nicht gut. Das ist sogar sehr, sehr, sehr böse. Aber... Take it easy. Wir kriegen das hin. Ohne Probleme, Leute. Na. Ja. Hey, ich bin doch nicht von da unten hingesprungen. Vielleicht ist es nicht die beste Idee, halbkrank zu Let's Playen. Wenn ich so bedenke, ich habe schon mal mit Bauchweh Let's Played, mit Kopfweh, mit Krankheitssymptomen wie Husten und... Okay. Ah, nein! Autumn! Don't worry about falling in the fairy world, Spyro. If you fall in the fairy world, you are magic will rescue. Das habe ich euch schon mal erklärt. So. Theoretisch haben wir ja da alles, aber ich hätte jetzt eigentlich gerne Map. Ja, das wäre schön. So. Ich sehe schon, die Musik wird langsam repetitive. Ist nicht so toll wie die auf den PlayStation 1 Klassikern. Aber ich kann damit... Das Hovering funktioniert irgendwie nicht. Es funktioniert ja schon, aber... nicht so, wie es eigentlich funktionieren sollte. Und Spark sieht man fast nicht. Eieiei. Alter Vater. So, nochmal. Whee! Also. Was kann ich euch über das Spiel erzählen? Ich weiß... Nein, 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 nein. Na. Eigentlich nicht so viel. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus. Wie gesagt, halb blind. Ich habe das nie so derbst durchgezockt. Ich bin eher so ein... Ich bin wirklich eher der Konsolentyp. Handheld-Sachen zocke ich eher selten durch. Ich habe noch einen Haufen DS-Spiele, die ich noch durchkriegen muss. Wie soll das funktionieren? Ich check das irgendwie nicht. Nein! Oh, man wird sowas von derbst zurückgebämst. Das ist unglaublich. So. Ich verschwende gerade meine Zeit, oder? Weil Jäger kann uns eh nichts mehr geben. Ah, jetzt aber. Good job, Spyro. Ja, gut. So. Erfolgsmomente. Gut. Wo waren wir jetzt noch nicht? Da oben vielleicht? Ich weiß nicht. Muss gucken. Das wird heute nichts aus zwei Folgen. Uah. Ich spüre schon jetzt, wie mein Hals langsam wehtut. Oh mein Gott. Gut, da muss ich morgen Abend noch aufnehmen. Ist aber schon mal gut zu wissen.
Okay. So, uns fehlen jetzt noch... Wie viele? Nicht mehr so viele, nicht mehr so viele. Das kriegen wir noch hin. Leute, das kriegen wir noch hin. Keine Bange, keine Bange. Einfach alle Ecken abgehen. An den Kanten entlang. Und so ist man meistens dann... Auf dem... Aha, genau da. Dem richtigen Wege, seht ihr? Mermaid Coast. Ich werde mal gucken, welches das erste Level sein soll. Dann gehen wir in das zuerst. So, noch 10. Oh, das könnte ein 10er sein. Oh, es ist kein 10er. Waren wir hier schon? Das sieht alles gleich aus. Hilfe. Okay. Ja. Ich weiß, Jäger. Ich weiß, wie man Schafe charged. Also umrennt. Okay, da sind... Ah, okay. So, wir haben das Level... Und da ist Bianca. The portal is broken, Sparrow. You need to rescue more fairies, so their magic can help me with the spell to repair the portal. Ja, wie gesagt, wir müssen Feen retten, um die Portale flott zu machen. Wie damals mit den Dracheneiern und den Kugeln und den Drachen. Ihr wisst schon, was ich meine. So, was ist das erste Level? Market Mesa, da können wir aber noch nicht rein. Ich würde jetzt eigentlich am liebsten zu der Mermaid Coast gehen. Okay, dann machen wir das. Wo war das Level jetzt? Hier irgendwo bei der Treppe. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, ich habe noch nicht so viel Geld. No thanks. Das Blöde ist, er spricht mich immer an, wenn ich zu ihm hingehe. So, irgendwo da runter? Ja, die Episode wird eh zu Ende sein, bevor wir dort ankommen. Manno! So, kann ich ja nicht speichern? Options? Save Game. Yes! So. Okay, aber in Anbetracht meines, Fehlers beim Vergessen der Stoppuhr, würde ich mal sagen, dass es das für heute war. Oder mal gucken. Ja, ich lade eh 2 Folgen auf einmal hoch, also mal gucken. Aber vorerst war es das. Ich hoffe, das neue Projekt gefällt euch. Und es wäre schön, wenn ihr ein paar Kommentare schreiben würdet. Und bei der nächsten Folge einfach wieder reingucken würdet. Man, ich hab's einfach würdet. Verwendet. So schlecht. Bis dahin, vergesst eins nicht. Halte die Ohren steif. Ciao, Leute.